Willkommen zurück hier in unserem ja, Vaterland bei Beholder. Ja, wir müssen leider das nochmal von gestern nochmal wieder machen. Weil ich, bevor ich die Aufgabe hier beendet habe, die Aufnahme beendet habe. Und deswegen hat das Ganze nicht gespeichert. Deswegen müssen wir das nochmal machen. Was ja aber erstmal kein Problem ist. Wir hatten ja eh noch nicht so viel gemacht, sag ich mal. Ja, wir haben. Muss erstmal wieder gucken, ob der Herr Manischek ist nicht im Apartment. Das heißt, wir schließen das Ganze jetzt mal eben fix auf. Schlängeln uns hier rein. Dann installieren wir die Kamera. Also mal gucken, weil letztes Mal war der ja einfach nicht da. Also der kam ja einfach nicht gekommen, ist ja einfach nicht gekommen. Aber ich sag mal, ohne dass der gute Mann hier anwesend ist, ist es schwer, ja, Informationen über den zu sammeln. Okay, der Topfpflanze ist nix. Naja, müssen wir eh nochmal hier runter, glaube ich, müssen wir mit dem hin reden. Ja, einen schönen Nachmittag, ne, hier erstmal bekannt machen. Ja, guten Tag. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Karl, ne, ich bin hier der neue Hausmeister. Sie ist Rose Vranek. Okay, sie freut sich, mich kennenzulernen. Meinen frechen Mann bestimmt schon kennengelernt. Wir haben auch einen Sohn, aber er wohnt in der Hauptstadt. Na, erstmal nach dem Sohn fragen. Ja, der ist ein Chef geworden. Hat ihn lange nicht gesehen. Ist schon sehr lange her. Das wird keine Zusammenhänge mit der Regierung haben. Da können Sie von ausgehen, meine junge Frau. Ganzes Leben im Archivarisch gearbeitet. Mag seine Arbeit. Ja, seine Angelroute. Er scheint sich also. Er scheint sich gerne mit Angeln die Zeit zu vertreiben. Hallo. Ja, erstmal kennenlernen. Hallo, ich bin der Karl. Maria Schimmer. Gerade eingezogen. Ja, schön, sich kennenzulernen. Gut. Also auch noch nichts weiter. Wer kommt da jetzt gerade an? Könnte das der Manischek sein? Omar Granek und Herr Schimmer. Verdammt. Ja, wir können hier die Dinger auch durchgucken. Rosa Ranek. Ja, okay, über den haben wir erfahren, dass der gerne angelt. Okay, bisher sonst aber noch nichts. Wir können uns aber mit ihm hier unterhalten. Ja, was möchten Sie von dem Mann? Ja, erstmal bekannt machen. Ne? Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gemacht, aber ja, das hatten wir leider nicht gespeichert. Nein, ich will doch nichts von dir. Geh doch weg da jetzt. Ich will doch mit dem hier reden. Hau doch ab. Dann mit dem. Nicht mit dem Marc. Mit dem Klaus. Hallo Klaus. Mein Name ist Karl. Ja, Klaus Schimmer. Verhaltenes Gebäude. Ach ja, stimmt. Das war der dem das Haus gehörte. Genau. Der möchte gerne Schach spielen. Okay, da haben wir ein paar Sachen auf jeden Fall zumindest wieder erfahren. Genau, die Äpfel sind illegal. Das hatte ich ja letztes Mal schon klargestellt, dass ich diese Meinung absolut vertrete. dann können wir mal eigentlich so eine mittelgroße Kamera kaufen. Mal schauen. So, ich habe jetzt noch 36 Stunden. Aber wenn der Typ natürlich nicht kommt, ist natürlich schlecht, ne? Ach ja, Leute, die eine Fremdsprache sprechen, die können wir nicht leiden. Okay. Jetzt ist hier natürlich keiner. Sie geht jetzt auf. Wie spät haben wir es jetzt? Hier ist gleich 3 Uhr. Mann, kann der jetzt nicht mal von der Arbeit kommen?
Ich weiß nicht, wie witzig die das finden, wenn wir wenn wir den Sachen zocken, okay, die erscheinen da vor der Tür zu stehen. Sich über das Wetter zu unterhalten. Gut, das bringt uns nicht wirklich weiter. In der Wohnung hatten wir aber auch nicht wirklich was gefunden. Unserem Schreibtisch war, glaube ich. Da, warte mal, wer bist du? Achso, das ist der. Schade. Ich dachte, das wäre vielleicht der Money-Check. Aber das ist ja, glaube ich, der. Genau, mit dem wir hier handeln können. Wobei ich da noch nicht den Sinn sehe. Lass mal die Zeit ein bisschen vorlaufen. Vielleicht kommt er dann mal irgendwann nach Hause. Weil. Der muss doch mal irgendwann zu Hause sein. Na, die verlässt jetzt das. Oh, Moment. Kommt einer oder hält der für die? Verdammt. Mann, wo ist der denn? Okay, die fahren jetzt alle zur Arbeit. Das ist schon mal gut. Ja, wo ist denn dieser Money-Check? Na, ehrlich. Nein, nicht Pause. Was wir natürlich mal machen können, ist mal eben gucken, ob hier noch einer drin ist. Ja, dann schließen wir mal eben auf, dann installieren wir auch noch mal eben schnell eine Kamera. Für die Sicherheit des Vaterlandes. Natürlich nur. Oh, achso, okay, das ist unser Sohn. Vor dem haben wir nichts zu befürchten. Blaues Hemd und Bücher. Ja, okay, das brauchen wir noch nicht zu stehlen. Hier, die Kamera ist auch nur für die nationale Sicherheit. Oh, komm schon. Rosa Reinig, ich glaube, die ist aber. Ich glaube, die wohnt hier oben, ne? Aber wo zur Hölle ist denn der Money-Check? Kann ich die nicht über den Money-Check fragen? Ja, gut, der hat auch nichts zu sagen. Wann arbeitet der denn, ey, der so lange unterwegs ist? Maria Schimmer. Die will nicht mit mir reden. Keiner will mit mir reden. Anna Stein telefoniert. Verdammte Kacke, ey. Ich habe noch 18 Stunden Zeit. Der muss doch mal irgendwann kommen. Klaus Schimmer, meine. Ey, wollen die mich verarschen? Sind wir ehrlich. Können wir die vielleicht an der Wohnung irgendwas fragen? Ich will doch ein guter Staatsdiener sein. Wäre ich jetzt so unten? Nein, ich will doch nichts von deiner Frau wissen. Ich will wissen. Boah, da nix. Hau ab jetzt. Geh weg. Geh weg. Ja, ich muss gehen. Ich will mit deiner Frau reden. Vielleicht weiß die was. Nee. Verdammt. Vielleicht können wir unsere kleine Tochter benutzen. Ja, okay, wir hatten es auch. Wir hatten drei Zimmer. Mhm. Okay. Verdammt! Stapelspielzeug, ein Kamm, Geldbörsen, ja gut. Aber ich sag mal. Das hilft mir jetzt nur bedingt weiter, ne? Dann können wir vielleicht irgendwie bei unserem Amt hier mal. Die Nummer B. Eine Aufgabe berichten. Ja, witzig. Ich kann doch nichts über den rausfinden, wenn er gar nicht da ist. Das möchten Sie gerne wissen, ja. Komm mal. Suchen Sie die Wohnung. Hm.
Okay, ja, sprechen Sie mit Ihren Mietern. Tja. Tja. Gut, dann durchsuchen wir da einfach mal wieder seine Wohnung. Wenn du einen Zahn zulegst, wäre vielleicht auch schön. Neue Anordnung der Regierung erhalten. Das Singen vor dem Ministerium für Ordnung ist verboten. Uiuiui. Ui, ui. Ja, das ist ja mal was. So, ihr verpisst euch jetzt mal alle da rein. So, schnell, schnell rein, schnell rein. Das war Knäppges. Okay, da ist nix. Da hat ja irgendwo ein Apfel versteckt. Nee. Ja, das wird ja erfolgreich. Ja gut, eine kaputte Flasche würde ich jetzt nicht unbedingt illegal ansehen, also da kann ja mal passieren, ne? Fernseher ist nix, Stuhl, auch nix, Telefon. Betreibt gerne Glücksspiel. Oslo. Achso, warte mal, ist das denn jetzt hier Wohnung 2? Alter, also, packe ich einfach mal ein. Ein wirklich schlüpfriger Typ, ja. Ja, jetzt haben wir das eingesackt. Aber was bringt uns das? Nicht viel, oder? Ich habe nur noch 7 Stunden Zeit. Der war noch nicht einmal zu Hause. Kann das sein? Das ist schon wieder dieser Nathan Kehler, der mir was verkaufen will. Tja, ne, so leid es mir tut. Also wenn der nicht nach Hause kommt, was soll ich denn da machen? Oder kommt der da jetzt vielleicht? Nö. Das ist nur der Bus, der die Leute wieder zur Arbeit bringt. Oh, das wird dem Staatsapparat nicht gut gefallen, dass wir... Gehen Sie ans Telefon. Oh oh. Schnell. Ja, bitte? Das Ministerium für Ordnung ist hier. Sie haben versagt, Kamerad Karl. Ja, das stimmt. Das weiß ich leider. Ihnen wurde eine Warnung an Bußgeld über 250. Was? Wenn Ihr Konto unter Null fällt, werden Sie gefeuert. Oh, beginnen Sie Ihre Aufgabe. Laut unserer Quellen verstößt Jakob Manischek gegen staatliche Verordnung. Ich habe diesen Typen noch nicht einmal gesehen. Beobachten Sie ihn. Verwenden Sie Ihre Kameras. Möglicherweise tut er etwas Illegales vor der Kamera. Fügen Sie gesammelten Daten Ihrem Bericht hinzu. Ne, jetzt kommt er, oder was? Ey, ich glaube, ich flipp aus. Jetzt, toll. Jetzt, da ich schon 250 Euro oder Dollar verloren habe. Oh, der Sohn des Leiters der Gewerkschaft für Bergarbeit wurde bewusstlos aufgefunden, nachdem Verbrecher ihn laut Bericht mit Drogen vollgepumpt hatten. Derzeit wird er im Krankenhaus behandelt und rehabilitiert. Das Ministerium für Ordnung rät den Bürgern, aufmerksam zu sein und jegliche Handlungen bezüglich der Herstellung und Verarbeitung bei Verbreitung von Drogen anzuzeigen. Bedenken Sie, Ihr Kind könnte das nächste Opfer sein. So sieht es nämlich aus. Ey, wo ist denn jetzt hin? Geht der einfach weg? Herr Manischek. Sie habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, mal bekannt machen, ne? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin der Karl. Habe ich einen Wettbewerb mit dem Titel, wen interessiert ist, wer der neue Hausmeister ist geworden. Boah, was bist du denn für ein Penner? Ihre Geschäfte sind mir egal. Alter, was ist mit dir? Okay. Beweise sammeln. Ja, dafür müsste der natürlich dann nach oben gehen. Was denn, wenn wir jetzt einen Bericht schreiben? Wir machen mal so, dass wir den oben sehen können, wenn der da reingeht. Wenn wir jetzt einen Bericht über den hier schreiben wollen. Einen Bericht schreiben. Ja. Jakob Manischek wohnt in 2. Verstoß gegen... Achso.
Naja, wirklich gegen was verstoßen hat er nicht, ne? Ja, Frau Janischek wohnt in 2. Er ist männlich, Familienstand, wohnt allein, Beruf. Weiß ich nicht. Ich kann ja auch Erpresserbrief schreiben. Ach so, na klar. Kann ich denn die anderen jetzt auch fragen nach dem Typen hier? Und ich meine eigene Frau. Was passiert? Unangenehme Person. Das falsche Wort. Ich bin mit ihm in der Küche allein geblieben und er hat mir so viel erzählt. Oh, was denn? Dieses Schwein hat versucht, sie zu begrapschen. Was? Das kann nicht wahr sein. Er hat die Art von Gesicht, die dich glauben lässt, er wäre zu allem fähig. Das stimmt, seine komischen weißen Augen. Er ist zu unanständig, überhaupt darüber nachzudenken. Was für ein Drecksal, ich kümmere mich darum. Boah. Achso. Der wollte meine Tochter begrapschen, ey. Ich glaube, es geht los. Alter. Pass mal auf, ey. Pass mal auf, Kollege. Pass auf, Kollege. Kollege Schnürschuh. Fahr mal, was passiert. Hat mich geschubst. Was? Ich war auf der Treppe und er. Weine nicht, mein Liebe. Welcher Mann? Der böse Mann in Wohnung 2. Ich werde mich um ihn kümmern. Sag, Kinder sind schlimmer als Ungeziefer. Alles klar. Boah, der hat einfach geraucht. Ich hab's genau gesehen. Ist das illegal, rauchen? Herstellung von Drogen ist verboten. Ja, okay, gut. Das lässt sich noch irgendwie, ne? Ernst sprechen. Lassen Sie meine Familie in Ruhe, Sie Arschloch. Was werden Sie mir antun? Glauben Sie etwa, dass Sie hier der Wichtigste sind, weil Sie hierher geschickt wurden? Gehen Sie und essen Sie zum Mittag, Sie Schwein. Sie Arschloch, da werde ich jetzt nicht verlassen. Was ist das für ein Spiel? Ja, gehen Sie und weinen sich bei Ihrer Mami aus. Alles klar. Alles klar. Du stehst auf meiner Liste. Du stehst auf meiner Liste, Kollege. Okay. Können wir ihn nicht irgendwie mit irgendwas. Achtung der Verordnung, ne? Das ist, er hat ja noch nichts, er hat ja noch nichts gegen irgendwas. Er hat ja leider noch nichts gegen irgendwas verstoßen, der kleine Sack. Neue Anordnung. Verwendung von fremder Währung ist illegal. Ist jetzt in seiner Wohnung, ja, ne? Erstmal durch. Was ist denn der? Wurde es jetzt zur Arbeit gefahren? Erstmal klopfen. Okay, da ist er, ich wollte sagen. Er hat mal Klingelmännchen gemacht. Okay, der Manischek steht auf unserer Liste auf jeden Fall. So viel ist sicher. Das heißt, den werden wir auf jeden Fall versuchen, mal ja, uns genauer zu betrachten. Dass er natürlich erst jetzt kommt, nachdem die andere fehlgeschlagen ist, das macht ihn sowieso schon suspekt für mich. Können wir jetzt da durchgucken? Ja. Komm, tu irgendwas Illegales. Setz dich in einen Stuhl, das ist illegal. Da, er trinkt Alkohol. Aha. Aha. So einer ist das. Achso, Herstellung nur. Schade. Ah, dass ich erstmal einen richtig schönen Schluck genehmigt. Ich glaube, es geht los. Jetzt will er was essen. Auch das noch, ey. Auch das noch. Gut, ja, wie wir den Manischek hoffentlich bei irgendwas Krassem überführen, das sehen wir in der nächsten Folge von Beholder. Ich bedanke mich bisher fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Beholder wieder.
ja, ein Hoch auf unseren schönen Start. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.